Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und somit auch leider Gottes der letzte Part für diese Aufnahmesession, weil ich bin dann ja wieder im Ruhestand für eine Woche circa. Auf jeden Fall werden wir den Schakal da killen und ich hoffe, dass wir noch das Lager dieser Klerika anfinden. Normal schon. Ja, aber zuerst muss der Schakal dran glauben, weil er gibt uns wertvolle Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Zack, zack, zack. Ray ist auf Urlaub, ich habe keine Ahnung, warum er beleidigt ist. Der will nicht kämpfen mehr. Der hat keinen Bock dazu. Aber macht nichts, wir können das auch. So. Und dann müssen wir, glaube ich, hier rüber. So. Da müssten wir, glaube ich, schon bald in der Nähe sein. So. Ich glaube halt so ungefähr. Bin ich noch richtig? Mal kurz glubschen. Na, bin ich nicht. Da waren sie. Ah! Das war falsch. So, komme ich darüber? Mal looken. Naja, zumindest ist da eine Höhle. Ob das jetzt hier... Jawohl, passt schon. Sind wir richtig. Hallo, die Herren. So, dein Kumpel ist wieder da. Hartmut, Frank ist frei. Frank ist frei. Ja. Und ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Natürlich. Korrekt. Und da du keiner der unseren bist, erwartest du sicher eine Belohnung für diese Nachricht. Ja. Hier, als Aufwandsentschädigung. Wow, 300 Splitter. Cool. Dankeschön. Gut, das ist speicherungswürdig. So. Den 20. Spielstand. So ist richtig. So ist recht. Passt. Somit haben wir das auch geschafft. Nächste Quest. Was stellen wir als nächstes an? So. Tavar. Mutprobe. Bin ich mir nicht so sicher. Lassen wir Tavar mal weg. Wie schaut es mit Abessa aus? Raketenbohnen. Eine kleine Gruppe von verwegenen Gestalten hat sich auf Magalan breit gemacht. Wenn ich nachvollziehen will, was es mit ihnen auf sich hat, sollte ich alle nötigen Informationen zusammentragen. Raketenbohnen. Aha. Okay. Ja. Ach so, da war das Krogi. Aha. Ich weiß schon wieder, ich Depp hab da was vergessen. Ich glaube, der nächste ist hier. Um Gottes Willen. Das war ja diese Audio-Geschichte, ne? Pfui, da können wir laufen, wie die Depperten. Naja, was soll man machen? Das ist halt leider so. Ich könnte den Weg hier nehmen. Und hier lang laufen. Dann wären wir auch da. Oder... Ja, von hier ist es schon weiter, ne? Probieren wir es hier. Ja, die werden hoffentlich nicht verrecken. Ah, der war gut. Ja. Ah, da haben wir schon wieder ein Opfer für uns. Das passt mir sehr gut. So. Oh, das passt mir eigentlich gar nicht, weil Ray nicht mitkämpfen möchte. Den habe ich irgendwie beleidigt. Okay. Ray, was ist denn los mit dir? Kein Bock. Ohne dich, Ray, geht das aber schwer. Boah. Ich muss mal was saufen. Dass Ray aber gleich gar keinen Bock mehr hat. Das ist echt gemein. Und das, was ich gemacht habe, war auch nicht gescheit. Ja? So. Jawohl, halb hin ist es schon mal. Go, 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 go.
Okay. Wieder ausweichen. Jawohl. Komm da her, Viech. So, dann ist da unten die Gruppe nicht cool. Die haben uns letztes Mal schon den Hosenboden aufgerollt. Das heißt, ich laufe mal ein Stück dahin. Und da hoffen wir, dass das Viech uns nach... Ja, au. Dass es uns nachläuft, wollte ich sagen. Au. Es wäre gut, wenn das Viech da abliebt, jetzt gleich mal. Wow. Nein! Warum? Ach komm, da hat ja nicht mehr viel gefehlt. Boah, ist das ätzend. Ray, was ist mit dir? Alles noch dran? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Verehrt dich, wow. Er verehrt uns, aber kämpfen schert es ihn nicht. Viech? Da unten ist er. Hui. Au. Na bitte, geht ja. Jetzt hört er sie wieder. Einmal ein bisschen Smalltalk mit ihm und dann geht's schon wieder. Sehr gut. Na. Oh ja. Darauf. Ich hoffe, das Viech kommt zu uns. Oder auch nicht. Trink erstmal noch ein bisschen was. Ah, das ist gefährlich. Hallo, hallo, hallo. Rückgängig. Komm her. Beifuß. Blödes Scheißviech. Naja, das habe ich schon befürchtet, dass wir in die Bretouille gleich kommen. Ja, ist schon soweit. Am besten laufen. Ja, ja. Ist klar. Oh Mann, ey. Das war so klar hier. Ach komm. Naja. Was soll's? Ja, was steckst du fest, ha? Au, irgendwas hat mich geschubst. Das Biest kaufe ich mir. Oh Mann. Das ist echt nicht nett. Das war echt nicht nett. Vor allem, ich habe gar keine Ahnung, wie ich jetzt laufen muss. Da wäre der Weg gewesen. Okay, bringen wir sie über den Bergpfad sozusagen. Ich glaube, die haben uns jetzt in Ruhe gelassen. Ach, so ein Pech, echt. Ja. Bringen wir es halt über Umwege, dass wir hinkommen zu unserem Quest-Ziel. Au! Kleinen Haxenbrocken, super. Na, nicht abstürzen. Bitte nicht. So. Haben wir schon wieder was gepult? Unfassbar. Ja, natürlich bleibe ich da hängen. Das ist selbstverständlich. Drauf da. Okay. Oh je, Madonna. Ja, ja. Rutze Türken. Alter, ich will da nur weg. Lauf mal. Herrschaftszeiten, unglaublich. Mann, ey, vom Regen in die Traufe. Immer wieder dasselbe. Och, komm. Alles voll mit diesen Kackviechern. Puh. Alter Schwede, da will ich ja nur zu meinem Questziel hin. Na, jetzt ist der eisig auch noch. Ich glaube, ich spinne. Das machen die ja absichtlich, ey.
Ja, ja. Alter, Alter, Alter. Schnell was saufen. Alter. Ja. So leben Bergziegen. Alter Schwede. Ich breche mir auf den Fuß und alles. Boah, was spuckt mir jetzt wieder an? Alter. Es ist hoffnungslos. Ich will ja nur dahin. Ekelhaft. Ekelhaft. Echt. Oh Mann, ey. Ich will ja nur dahin. Unfassbar. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Da. Ah, das sind Kleriker. Ah, Kleriker, Alps, ne? Oh Gott. Ich will ja nur da weg. Ja, sicher. Wo kommt jetzt die Maschine her? Echt unglaublich. Na, heute habe ich die irgendwie gepult gehabt, ne? Die ist das, was uns angehen will. Okay. Ja, darum kann ich vergessen. Ich will ja nur da weg. Ich will echt nicht mehr als nur da weg. Ja, ja. Na hoch, da. Lauf, um Himmels Willen. Weg da. Nix sie weg. Sofort. Ja, jetzt bleibt er hängen, ist eh klar. Alter Schwede. Na, jetzt ist da noch ein Viecher noch. Ey. Los. Hornwolf. Zwei Hornwölfe. Ray, mach was. Alter. Was, der ist immer weg. Muss ich noch schauen, dass ich schnell was trinken kann. So, Alter. Hau zu. Passt. Echt unglaublich. Also ich gehe jetzt einmal speichern, ne? Das klar ist. Passt. Alter Schwede. Habe ich ja auch nicht vor. Ich will ja nur zu meinem Quest-Objekt-Ziel da hinten. Unglaublich. Oh, glaube ich, wirklich. Da fehlen mir glatt die Worte. Alter Schwede. Ja, so, so spielt man Elex. Jawohl. Ah, weh. Immer auf der Flucht. Aha, das lädt gerade. Geräusche werden gleich kommen. Aha, da oben. Dieses Gebäude scheint unser Ziel zu sein. Wie schön. Dann rennen wir doch mal hin, oder? Zumindest probieren wir es halt mal. Ist das eine Blume? Ich glaube. Ja. Mächtiges Mana-Kraut. Sehr gut. So. Ich wollte noch mal kurz zu dem Gebäude rüberschauen. Ich habe immer die leise Hoffnung, dass wir vielleicht mal auf so einen Teleporter stoßen tun. Oh je. Alps, ne? Ach ja je. Kommandant, ja ja, vergiss es. Ach ja je. Dann hier durch. Oh. Eine Blutkralle wohnt hier. Aber nicht mehr lang. Was war das jetzt gerade? Hat die gespuckt, ne? Alter! Drecksvieh!
Alter, trink mal was. Unseren letzten Trank, glaube ich. Den größeren. Ihr braucht noch dringend eine Werkbank. So kann das nicht weitergehen. So, passt. Puh, okay, also speichern wir dann. Ob wir das noch schaffen in diesem Part? Ich glaube nicht. So. Wie weit sind wir noch weg von... Oh, um Gottes Willen. Aha, wir hätten den Weg hier folgen können. Das müsste einfacher gehen. Okay, dann sprinten wir halt mal. Den Weg hier folgen, dann müssten wir hinkommen. Okay. Mal schauen, welche Ungeheuer uns auf dem Weg hier erwarten. Meine Güte. Unglaublich. Da. Wahrscheinlich werden wir inzwischen auch erfrieren. Kann alles passieren. Wir werden uns so eine Suppe reinhauen, denke ich mal. Dass wir ein bisschen Kälte unempfindlicher sind. So, jetzt bin ich schon mal da. Ich denke immer noch weiter den Weg entlang, glaube ich. Ja, den ganzen Weg. Da vorne ist eine Abzweigung. Die können wir da nehmen. Aber ich glaube, das schaffe ich nie, bis wir dort sind. Also zeitlich halt. Vor allem, weil da schon wieder... Ach, komm. Das kann nicht sein, dass überall diese Drecksalps sind. Das gibt's ja echt nicht. Aber überall. Kann man irgendwie über die Berge. Wahrscheinlich ist da oben wieder zu kalt, ne? Ach, Mann. Ja, Kree, Kree. Ach, jetzt komm. Geht ja. Ach, Gottchen. Na, eine Bergziege hat's echt einfacher als unser armer Held hier. Ach, Gottchen. Okay, langsam. Ich glaube nicht, dass wir da raufkommen, oder? Zumindest nicht mehr in dem Part. Gottes Christus, wirklich. Ach du Heilige. Ja, und an den Kleriker sage ich immer, an diesen Alps komme ich da auch nicht richtig vorbei, oder? Vielleicht geht's da drüben, warte mal. Das schaut nicht so steil aus wie auf der Seite. Ich habe das Gefühl, ich werde wieder erfrieren. Ach, da, hoch. Du sollst da hoch. Klettern. Ach, herrje. So, gleich ist er voll. Bleibt natürlich wieder hängen. Na, es geht sich... Oh je, oh je. Ja, war klar. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja, ja. Ich kann das nicht aufpassen, das weißt du ja. Ess mal was. So, bist voll. Wer hätte denn auch damit rechnen können, dass der ausgerechnet da immer hängen bleibt? Und dass wir dadurch so viel Sprit verbrauchen? Meine Güte. Der Part ist auch gleich zu Ende. Ich will ja nur darauf schauen. Ich soll vielleicht speichern. Nicht, dass ich da wieder sterbe. Das kommt ja des Öfteren vor. Ach komm. Na, geht sich gerade nicht aus. Ich schaff's gerade nicht. Warum? Der Vorsprung hier ist auch eine Kurve. Ah, jetzt auf einmal kann es klettern. Mhm. Sehr gut. So, probieren wir es nochmal. Ah, ah, ah. Komm. Ach, geht sie gerade nicht aus? Ah. Scheiße. Das ist nicht super. Auf der Seite wahrscheinlich auch nicht. Game Mist, das kann jetzt echt nicht sein. Ja, abgesehen davon, dass wir überall hängen bleiben. Boah, ey, das ist ärgerlich.
Das wäre echt super gewesen, hier hochzukommen. Naja, ein Versuch noch, dass sie nichts bringt, weil ich wieder wo hängen bleibe. Ja. Und bald in einen sicheren Tod stürzt. Na gut. Das war jetzt auch kein besonders aufregender Part. Mist, verdammter, echt. Ich werde noch schnell probieren, ob ich da hochkomme. Irgendwie, damit wir im nächsten Part weitermachen können. Also in der nächsten Woche dann, nächste Aufnahmesession. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen nochmal und ja, schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen, schönen Nachmittag, wie auch immer, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns, vipen uns, failen uns in der nächsten Woche weiter durch Alex. Also dann, tschüssi!